Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde World of Warships hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist der Thompson. Hallo. Servus. Und wir sind im Colorado Doppelpack unterwegs. So, wo möchtest du denn mit der schönen Colorado hinfahren? Links oder rechts? Rechts lang würde ich sagen. Alles klar. Dann schlagen wir mal in diese Richtung ein. Ja, das dauert ein bisschen in Gang kommen, ne? Wenn man gerade mal die Emilie Beton gefahren ist, die so quasi der Sprinter ist, die so richtig schnell losfährt, dann hat man hier immer so ein bisschen, denkt man sich so, no, ja, ach Gott, ich könnte ja mal. Naja, so ist das halt. Aber es ist ja auch viel größer und schwerer. Zum Rudern. Jo. Da musst du bloß noch ein paar Löcher so an der Seite machen, damit sie die Ruder auch ins Wasser kriegen, aber ansonsten, oder die Ruder lang genug machen. Aber dann brauchst du wahrscheinlich zu viel Mann zu, um die zu bewegen oder so. Haben die da echt vor, durch die Mitte zu fahren, oder? Ich meine, im Zerstörer, okay, nicht. Aber unsere La Galusinea, oder wie sie heißt hier, die steuert da auch so direkt auf die Mitte drauf zu. Ein bisschen komisch. Guck mal, da ist eine Duca da Acosta, Aosta. In 17 Kilometern. Ja. Schauen wir mal. Ist man da? Da muss man doch mal guten Tag sagen, oder nicht? Ja, sobald der erste geschossen hat, hat sich umgedreht. Oh, das ist ja schade. Warum tut die denn sowas? Warum schießt denn da einer? Wer schießt denn da? Uso oder wer? Ach, Mann, oh. Wie fand der aber? Wollte ihre Geschosse mit dem Gegnerrumpf fusionieren. Ja. Erstmal so keine schlechte Idee, kann man ja mal machen. Und auch mal eine A-Ober. Ja gut, das ist jetzt nicht so schwer, oder? Da sind ja genug Schiffe jetzt hier in Reichweite, die uns detektieren können. Ja. Oh. Ja, das bin ich bin da hinter dir. Hab mal Krach gemacht, ich guck mal, ob ich die A-Obere. Der Gegner schon erstes Blut. Oh, guck mal, was da vorne schwimmt. Ein das kleiner Zerstörer. Der hat so einen komischen roten Rauch. Wo ist der roten Rauch? Ja, guck mal. Oh, vielleicht ist es der Weihnachtsmann. Aber guck mal, da sind Tops in unsere Richtung unterwegs. Das finde ich weniger nice. Aber die dürfte ich doch nie erreichen, oder? Oder die dürfte mich doch nie erreichen, die Torpedos. Der war nur noch 10 Kilometer weg von mir. Alter, macht so mir langsam Angst. Oh oh. Ah, ausgelaufen. Sagen, das kann doch gar nicht so doll gehen. So, da haben wir da die anderen 12,8. Achso, die meine ich doch. Wieso mache ich da keinen Schaden da? Weiß ich nicht. Triffst du sie nicht? Doch, ich habe sie super getroffen. Ich habe sie getroffen. 1240 Schaden gemacht. Ich habe sie wunderbar getroffen und habe 4000 Schaden gemacht. Ich glaube, die ist da gestrandet. Kann das sein? Oh, wie viele Torpedos sind da bei dir unterwegs? So viele. Ne, hier passiert eine Menge, ja. So, da haben wir nochmal 2000 drinne. Ich glaube, das macht die nicht mehr lange da. Fahr halt ja ordentlich bei hier. Ja, bei mir jetzt auch. Sehr schön. Ja. So, sieh mich. Enemy Cruiser sank. So, wer schießt da noch so alles auf dich aus dem Nebel raus? Da sind schon wieder Torpedos unterwegs in deine Richtung.
Ich bin ziemlich weit weg von hier, ich bin 6 Kilometer hinter dir. Ja. Die Torpedos sind ausgelaufen. Da hinten fährt die ja oben immer noch rum. Guck mal, ob ich da den Mut zu kriege. Muss da irgendwie umdrehen. Strandet die Fidschi da? Ja, die strandet da, sehr schön. Ah, die ist aber schneller weg als meine Kugeln da. Torpedos der Head, okay. Ah, dann. Er fährt nicht so weit, wie ich es gedacht hätte. Hat trotzdem 5000. Aber ich glaube, der ist weg, wenn die meine Mumpeln da sind. Fidschi macht mir 10k, einfach so. Scheiße. Ich hab zu wenig vorgehalten bei der Fidschi. So, was haben wir hier noch so Schönes? Wozu guckt da hinten leicht um die Ecke? Ja. 6000 konnte ich hier stecken. Also insgesamt. Dass der Zerstörer hier noch um die Ecke lebt, das finde ich nicht so prickelnd, aber. Ist halt so hinter die Torpedos wieder. Ja. Die Mutsu, die steht eigentlich gar nicht mal schlecht für uns jetzt. Ich habe gerade bloß keinen Kanonenrohr in die Richtung. Rausgelenkt aus meinen Schüssen, das ist ja fies. Direkt da ordentlich kassiert. Eingeschenkt. Wer schenkt hier ein? Ja, alle, die da sind. Okay. Drei ziehen noch mich. Bei mir sind es nur zwei. Jetzt einer. Ah, Zitadelle da hinten bei der Aoba oder was das ist. Hm. Die mal aufgedeckt ist. Also sie schenkt mir auch ordentlich Schaden an. Kannst du irgendwie noch wegkommen, ne? Ich versuch's ja. Aber jemand will hier ein bisschen Schaden nehmen. Aber ich kann es auch nicht empfehlen. Bam, so. Der ist weg. Und so habe ich nochmal 5000 gegeben. Ja. Ich muss mal meine Kanonen wieder hindrehen. New Mexico kommt da jetzt auch vorgefahren. Ja. Mutsu ist nach vorne weggefahren. Sehr schön, dass meine Schüsse jetzt parallel rausgegangen sind, aber. Oh, 10.000 in New Mexico. Oh, jetzt kriege ich gleich von der Mutsu hier. Warte. Das könnte ein bisschen feurig werden. Mann, ey. Manchmal kommen die Schüsse hier aber auch raus aus dem Kanonenrohr, ey. Das ist. Ja. Oh, eine Zitadelle an einem Mexiko gegeben. Sehr schön. Aber wenn da noch so einer reingeht, dann ist er weg. Ah, dann ist er weg. Fidschi schießt auf mich jetzt mit HP. Aus dem Nebel hier raus. Denkt da hinten irgendwo ist noch so der Zerstörer, der eine, ne? Ich weiß. Versuche hier wegzukommen, aber. Feuer an Deck. Lösch erstmal. So schnell denke ich mal nicht, dass hier einen. So, die Fidschi, die ist echt mutig. Die schießt immer gleich aus dem Nebel raus. Gut, dass der Zerstörer nicht ordentlich mit seinen Torpedos gezielt hat. Wäre ich jetzt weg. Ja. Ein bisschen weiter vor, ich fand die Fidschi, okay.
Wo ist er denn jetzt? Ach, da fährt sie wieder ein bisschen zurück, da fährt sie wieder ein bisschen vor. Naja, lass die Fiji mal machen da. Jetzt stirbt die noch nicht so weit. Ah, die Fiji hat auch Torpedos, ne? Wenn ich mich richtig informiere. Ah, die Mutsu ist schneller als ich dachte. Jetzt kehrt sie raus aus dem Nebel, alles klar. Und jetzt verpisst du dich einfach, ne? Jetzt hast du da einfach, bist du der Meinung, hey, komm, ich verpiss mich. Alles klar. Wenn dieses Schiff doch mal einfach nur ein bisschen lenken würde. Ja, Mutsu. Wieder ein Feuer gemacht, du bist aber auch fies. Oh. Oh. Bitchy nebelt wieder. Ah, komm her. Ich muss jetzt erstmal den Torpedos hier ausweichen. Ja. Geht sie da noch? Abgeprallt an der Fiji. Mann. Liegt da immer noch in dem Nebel, oder ne? Und der scheißblöde Zerstörer ist immer noch hinter mir da. Kann ich mir Yoko sich nicht einfach mal um diesen blöden Zerstörer kümmern? Alter, was macht die denn hier an Schaden? Kann ich sowas. Oh, Fidschi. Ja, einfach nicht. Wieder im Nebel steht so ein Torpedos unterwegs im Wasser. Sie ist so groß, 7 Kilometer nicht, trotzdem nicht. Das ist natürlich auch armselig. Kriegt sie jetzt hier durch den. Die Colorado. Halt sich auf. Naja, ich krieg jetzt hier noch wieder Torpedos geschickt. Oh, Fidschi hat sich ausgefidschit. Fidschi ist Fujikato. Oh. Und dann wieder Torpedos sie schickt. Mann, 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 Achim, ey. Wir haben auch alle keine Hobbys hier, oder? Ja, Torpedos schicken. George verschwindet einfach. Ich finde viel schlimmer, dass hier irgendwo noch dieser Zerstörer rumeiert. Der geht mir so richtig auf den Nerv. Bist du denn noch? Du bist hinten bei unserer. Ja, ich hab ein bisschen defended hier. Ah ja, okay. Dann kann ich hier ein bisschen erobern. Ich habe jetzt hier irgendeinen Kehlkopf gesessen auf den Ohren, so ich bin noch entdeckt. Das ist irgendwo sie unterwegs. Ah, ich schicke mal ein Flugzeug hoch, vielleicht detektet er den hier einfach. Hätte er Glück, so ich werde auch anvisiert jetzt von einem. Dass da werden gleich Torpedos hier zwischen den Inseln durchkommen. Wird immer noch anvisiert von ihm. King George verschwindet auf 13 Kilometer vor mir. Das gibt's ja nicht. Direct Front. Er schießt und auf 13 Kilometer wird er unsichtbar. Direkt vor mir.
Muss ich wieder einen wilden Ritt an gegen die Torpedos hinlegen, ey. Die wahrscheinlich noch unter hier. Problem ist, du machst ja der Oberpens bloß dran, ne? Und der legt dir jetzt sicher ein Torpedo nach dem nächsten vor die Nase. Ach, ist das nicht schön. Oh, einen vernichtenden Schlag hast du sogar hingekriegt. Ja, vor allem bei der Ober. Ah ja. Very nice. Er sagt, seht da King Charge. Ah, jetzt brenne ich. So. Der will einfach nicht untergehen, was? Ja. Aber irgendwann habe ich ihn soweit. Ja. Problem solved, so. Aber dass der immer verschwindet, das gibt es nicht. 13 oder 14 Kilometer. Obwohl er schießt. Tja, mein kleiner Zerstörer. Das hat wohl nicht geklappt. So, du machst ihn da hinten noch tot, die 1600, ja. Ich schieß ihm noch weg. Gut, gut, gut. Ich verschwinde ja. Da gleich wieder. Ich warte hier einfach noch ein bisschen im Punkt. Cap das mal ganz in Ruhe durch. Ach ja, sehr schön. Gut. Musstest nicht lange warten. Nö. Sehr schön, war ein schönes Gefecht. Jo, gab 215.000, 7.700 EP. Das ist gut hier. Neues Jahr, irgendwas abgeschlossen. Adventskalender, irgendwas abgeschlossen. In der Teamwertung stehen wir auf 1 und 2. So muss es sein. So muss es sein. Und ja, also so gehört sich das für Top-Tier halt einfach, ne? Manchmal klappt es halt einfach. Gut, in diesem Sinne, das war ein richtig schönes Gefecht mit der Colorado. Hier aus DGM Studio. Gott, ich bin durcheinander. Bei uns war der Thompson. Ich bin Master Schröder. Tschüss. Servus. Achso, Abo, Like, Dingsbums.